Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute in der ersten Folge, in der ersten Spielfolge zu Carrier Command. In der 0. Folge habe ich ja kein Intro gezeigt, weil es irgendwie auch kein so richtiges Intro gab. Äh, Schauen wir doch, also zumindest gibt es ein Titelbild und ein Theme. Wenn man hier in diesem Screen irgendwie eine Minute oder so wartet, dann kommt das. Ein bisschen komisch, aber ist halt so. Wir sehen hier natürlich hm, nochmal das Intro, äh, die Amiga-Version und gleich am Start können wir uns aussuchen, ob wir ein Action-Game, ich glaube, das waren weniger Inseln, das hatte ich glaube ich vorgelesen, ob wir ein Action-Game mit weniger Inseln wollen oder ein Strategiespiel, wo dann halt das volle Potenzial sozusagen des Spiels zu entdecken ist. Ich, äh, wir haben immer Strategie gemacht, Action. Kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern? Oder natürlich das Spiel laden. Wir sehen hier auch schon gleich unseren Carrier mit der Laserkanone oben drauf und starten jetzt mal. Jetzt wird ja randommäßig eine Welt generiert. Und hier haben wir auch schon das Interface und ja, ich denke, die Farbgebung und so. Da muss man jetzt ein bisschen von absehen. Früher hat das nicht gestört. Ich fand es. Ziemlich cool und hat auch so einen leichten, ja, cleanen, industriellen Touch. Also nicht militärisch, dann wäre es sicherlich wahrscheinlich irgendwie grau oder so gewesen, aber ja, so industriell. Und das passt ja auch ganz gut zu der Vorgeschichte, die wir in der letzten Folge gelesen haben. Und von daher finde ich das ganz gut. So, das ist der Speed, das ist der Speed, den wir gesetzt haben. Hier ist jetzt rückwärts. Man sieht das auch schon, es wird kleiner und hier ist jetzt der Speed, glaube ich, bei Null. Ja, ich glaube schon. Bin mir gar nicht sicher, ob mein Joystick überhaupt funktioniert. Ah, doch, funktioniert. Äh, ja, gut. Man kann das halt auch alles mit Joystick steuern. Ich weiß aber, dass wir es immer mit Maus gesteuert haben. Von daher, ja, lassen wir das mal. So, da sind wir, glaube ich, auf Null. Das ist das Fuel und das ist die Wassertiefe. Hier sehen wir auch schon unsere Position und. Ich glaube, ich sollte mal Pause anmachen, weil der andere Carrier auf der anderen Seite ähm, ist ja gerade fleißig damit beschäftigt, Hinterhalte zu legen, Inseln zu erobern. Ich drehe mich derweil mal um und hole nochmal das Handbuch raus, etc. So, ah, ihr seht natürlich auch schon ähm, mein Amiga-Emulator. Ich habe den so ein bisschen aufgepeppert. Die neue FSU-E-Version, die Beta-Version, finde ich, gefällt mir, gefällt mir ziemlich gut. Kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren hier diesen Monitor? Ich weiß nicht, ob man das an den Seiten vielleicht noch ein bisschen hübscher machen kann. Da muss ich noch mal gucken bei Gelegenheit. Aber jetzt erstmal denke ich, passt das ganz gut. Okay. Operationshandbuch, das hatten wir uns hier beim letzten Mal schon angeschaut. Also, er kurze Erklärung. Das hier ist zur Steuerung des Trägers. Ähm, A ist der Autopilot. Äh, der, da kann ich gleich einen Kurs mit der, äh, auf der Landkarte festlegen. Das hier ist das Radar. Raus und rein zoomen. Ähm, ja, das Radar sehen wir hier schon. Wird hier erklärt. Achso, und die Hand ist natürlich Stopp. Also anhalten. Kann ich das jetzt noch setzen? Da bekomme ich leider keine, keine, Nach keine Meldung vom Computer. Ähm, okay. Navigation des Flugzeugträgers. Das ist vielleicht das Wichtigste. Fangen wir damit mal an. Klicken wir mal hier drauf. Das ist nämlich die Kartennavigation. Da können wir hier rüber sehen, dass wir schon ähm, im leichten Nachteil sind. Wir haben eigentlich nur diese Insel. Der Computer, jetzt mache hier hier nochmal Pause. Der Computer hat schon mal äh, irgendwie sieben Inseln. Ne, Moment, wie viele sind das? Acht Inseln. Ob der damit anfängt, ich vermute es mal. Also der ist auf uns auf jeden Fall im, im, im Vortreffen? Nein, im Vorteil. Der ist uns auf jeden Fall im Vorteil, was aber nicht so weit, was aber nicht weiter schlimm ist. Äh, passt ja ein bisschen zur Story und naja, lassen wir dem mal so ein bisschen den Vorteil. Okay, äh, hier sehen wir, ach, wir fangen sowieso nochmal neu an. Bis dann sehen wir den Träger ähnlich. Ist eh egal. Hier können wir halt ran und rauszoomen. Hier sind nochmal die äh, Informationen. Control Free. Stravos. Also ist, das hier ist Stravos. Oder so, mal hinscrollen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wenn man nah genug rangezoomt hat, dann konnte man sogar... Ah, äh, so. Das ist, auf der, äh, das ist der Navigationspunkt. Ah, genau, genau, so konnte ich das machen. Dann konnte ich sogar auf der Insel erkennen, wo dann die wichtigen... Die fast Einrichtungsgegenstände sind. Die, die wichtigen... Ähm, hm, Gebäude sind ja wahrscheinlich nur Gebäude, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Das hier ist nämlich Vulcan. Das ist eine Base Island und die gehört uns. Ich weiß es nicht, ich vermute, oder früher dachten wir zumindest immer, dass die Base dann auch genau da ist. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein allgemeines Symbol und das ist immer da. Ähm, okay, das hätten wir mit, der, mit dem Fragezeichen. Die Kursfestlegung des Flugzeugträgers müssen wir natürlich hier. Da können wir den, den Speed festlegen, den der haben soll, wenn er dahin fährt. Aber das passiert natürlich nur, wenn wir auf Auto drücken. Dann würde der jetzt automatisch dahin fahren, was wir eigentlich gleich auch gleich mal machen können. Ich glaube, der fährt eine gerade Linie. Machen wir mal lieber so, nicht, dass er in die Insel fährt. Ähm, okay. Äh, um den Navigationscomputer zu programmieren, klicken Sie auf Proc. Carrier Course set engage autopilot. Okay, dann macht er das automatisch. Wir sehen jetzt auch hier ist schon der Kurs für den Carrier gesetzt. Ähm, klicken Sie auf so alle Träger zentrieren. Hier muss ah das ist auf den Träger zentrieren. Alles klar, dann hätten wir das schon mal. Mit dem Feld Report Navigationscomputer eine Nachricht absetzen. Achso, damit kann ich dann anschalten, dass ich Infos vom Navigationscomputer bekomme. Die brauche ich natürlich schon. So wichtig. Ist jetzt, wenn ich hier Resources klicke, dann sehe ich, dass äh, diese Insel von diesen beiden versorgt werden kann. Und das hier ist Cerberus und das ist dies frei. Da ist nichts drauf. Hier sehe ich, was ich, was ich habe, genau. Kann ich. Ich hatte kurz überlegt, vielleicht mit Alt rechts klickt. Nein. Dass man hier rauskommt, aber dem ist nicht so okay, dass also diese Inseln hier sind sowieso frei, da kann ich dann einfach ja, die ist free, hier steht auch nicht, die haben auch irgendwie keine, die sind halt nichts, okay. Ähm Anklicken gelangen Sie in den Versorgungspflichtmodus, das haben wir. Netzwerkstatus anzeigen, rechts unten unter dem Control die Netzwerkanzeige hier wird angegeben, wie viele Inseln in Ihrem Netzwerk sind, genau, das hatten wir ja. Oh Moment. Carrier Map. Resources. Carrier Map. Resources. Warum kann ich denn hier nicht clearen? Das macht irgendwie wenig Sinn, oder? Naja, okay. Resources. Hier sehe ich dann meine Netzwerkinformationen. Okay, jetzt gucke ich hier nochmal auf den Carrier zentrieren. Der ist noch nicht los. Das heißt, Speed. Speed, Speed, Speed. Muss doch auf Autopilot klicken. Ich dachte, er hätte eben irgendwas gesagt, von wegen Kurs gesetzt und los geht's. Okay, der fährt schon mal los. Dann haben wir die Netzwerkanzeige. Das hatten wir durch. Äh, die Basisinsel, Rohstoffinsel, genau, die Fib Fabrikationsinsel, das lehnen wir uns dann durch, sobald wir das haben. So. Äh, Moment. Nee. Soweit sind wir dann doch noch nicht. Hatte ich nicht hier eben Resources? Doch, hier. Stockpile Island. Genau, das ist die Stockpile Island. Damit wird er drauf rangezoomt. Ah ja, okay. Auf die Lagerinsel. Um die Lagerinsel. Um eine neue Lagerinsel, zählen Sie die Karte auf die gewünschte Insel und klicken Sie auf Proc. Dafür ist das Proc. Okay, damit kann ich die Lagerinsel verschieben, was natürlich später dann Sinn macht, damit ich ähm, meine Ressourcen näher an der Front habe. So, gehen wir zum nächsten Punkt. Schadenskontrolle. Das fand ich früher immer ziemlich cool. Das wird dann auch rot, die einzelnen Sektionen hier, dass ich sehen kann, was kaputt ist. Und wir sehen hier, die Superstructure ist beschädigt. Das heißt, die können wir gleich mal reparieren. Warum auch immer die beschädigt ist. Ähm, jo. Äh, okay, ich glaube, so viel mehr gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Das ist hier nur noch mal eine Übersicht. Da kann ich halt die Standardpriorisierung einstellen. Ob das mit dem S jetzt hier so komisch ist, weiß ich auch nicht. Lassen wir es einfach mal. Exit. Alles grün jetzt. Ähm, ich glaube, dann können wir einfach zu dem. Nächsten Punkt gehen und der nächste Punkt ist quasi unsere Lager, unsere Ausrüstungsräume und da sehen wir dann halt, was wir da an Kram haben. Ähm, hier kann man sich dann auch eine kurze Info, ich glaube, die gibt es sonst im Spiel nicht äh, ansehen, was das ist und wie viel wir davon haben. Äh, hier wird es jetzt nochmal ein bisschen, bisschen komplizierter, glaube ich. Ähm, die Treibstoffvorräte Nachschubprioritäten, das wäre erstmal hier. Genau, da können wir dann hier durchscrollen und sagen, jetzt haben alles gleiche Priorität. Da können wir dann sagen, was hohe Priorität hat und was das Maximum ist. Mehr wollen wir davon nicht haben. Das heißt, wenn das Maximum erreicht ist, dann wird die Priorität übersprungen, was schon ziemlich cool ist für so ein altes Spiel finde ich, was äh, den, den Management äh, Aspekt. Genau, hier gibt es dann noch mal Carrier Fuel. Ich denke, das, keine Ahnung. Der hat ja nicht so viel merkwürdigerweise. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwie was Nukleares, aber scheinbar nicht. Also Carrier Fuel, Aircraft Fuel und AAV, also Walross ähm, Fuel. Okay, äh, Supply Transfer. Genau, das ist im Stockpile. Das kann ich an die Su Supply-Drohne dann schicken. Damit geht dann die Supply-Drohne los und das gleiche nochmal. Für den Sprit, wir sehen hier im Stockpile haben wir ein bisschen Aircraft, ansonsten ist hier jetzt nicht viel, das heißt wir müssten relativ schnell jetzt erstmal eine andere Insel erreichen. Und hiermit können wir glaube ich dann die Stockpile Drohne bestellen. Da muss ich jetzt aber noch mal gerade hier ein bisschen blättern, das wird hier jetzt nicht erklärt. Aber ich glaube so war das, Absenden der Transferdrohne steht hier einfach nur, klicken Sie auf das Startsymbol. Aber ich glaube das, das wäre dann dieses Symbol, mit dem wir die Drohne starten können. So, und das dritte ist jetzt auch nicht mehr so interessant. Da sehen wir jetzt halt die ganzen Nachrichten. Wissen aber, warum wir Schaden genommen haben. Jetzt können ich hier nochmal gucken. Nee, das scheint ja jetzt alles ganz gut gelaufen zu sein. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Äh, gehen hier auf die Carrier Map, zentrieren den Carrier und sehen schon, dass wir hier auf dem Weg sind. Und vielleicht. Ach nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ranzoomen. Ich wollte hier hinklicken. Ja, vielleicht hier. An dem Moment. Wie, 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 warum fährt er weg? <laughs> What? Ich dachte, wir wären auf einer... Hallo? Nee. Ähm, ich würde jetzt gern hier hin. Bock. Core set Engage Autopilot. Ist der Autopilot deaktiviert? Scheinbar schon. Wann habe ich das denn gemacht? Hmm. Wann ist das passiert? Man weiß es nicht. Hier könnte ich das jetzt selber übernehmen. Okay, das heißt, die rechte Seite sind mehr so die strategischen Elemente. Mal von der Steuerung des Trägers abgesehen, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das Action-Elemente sind. Ähm, hier kann ich jetzt. Weiß ich auch nicht. Ich sehe hier auf dem Radar eh noch nichts. Um, hier kommen wir in die, wir, könnte man sagen, die Trägerverteidigung. Das heißt, hier kann man halt rechts reinklicken und dann sieht man das und dann kann man hier Twilight is now an enemy island. Genau da sieht man dann hier den die Schüsse und das steuert sich nicht ganz so intuitiv. Also erstmal ist es eine Flugzeugsteuerung, warum auch immer. Also wenn man nach unten zieht, geht es nach oben. Das macht jetzt finde ich bei einer Kanone weniger Sinn. Um, und es ist keine, wie soll ich das erklären, kleine relative Steuerung, sondern eine absolute Steuerung. Das heißt, wenn ich meine Maustaste ein bisschen nach rechts bewege, geht er nicht einen Schritt nach rechts und hört dann auf, wie man das gewohnt ist, sondern erhält dann den absoluten Wert, den ich eingegeben habe, ein und beschleunigt dann sozusagen. Das heißt, von oben nach unten zu, zu lenken, muss ich halt gegenlenken. Ist irgendwie, ja, ist ist komisch klingt komisch ist aber so äh, hier kann ich auch noch mal ranzoomen. achtfach glaube ich das ist hinterher auch noch wichtig und ich kann die natürlich das haben wir dann auch gemacht hierüber noch mal direkter steuern ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht was diese beiden Symbole da bedeuten ähm, ah genau Rechts von dem Symbol liegt die Sinnbilder für horizontales und vertikales Zentrieren, mit denen sie den Gefechtsturm sowohl in der X- als auch Y-Achse stabilisieren können. Bei dem Laser handelt es sich um ein Hochenergie-Zwillingsstrahlmodell mit großer Reichweite, und da er seine Energie direkt aus dem Neutronenantrieb des Trägers bezieht, Neutronen, uh, also doch was Atomares fast, oder? Ähm, okay. Ich habe gerade noch einen Schluck getrunken und jetzt bin ich total durcheinander. Ich habe auch. Ich glaube, ich entwickle langsame Allergien. Irgendwie kratzt es mir immer, wenn ich dann eine größere Runde mit dem Hund gegangen bin, habe ich irgendwie so einen Kratzen im Hals. Ganz komisch. Okay, also. Äußerst voll gegen fast alle Arten von Zielen. Und ich meine, man kann sogar feindliche Raketen und so damit abschießen. Ganz rechts auf dem Kontrollpunkt ist die Temperatur. Das haben wir hier schon gesehen. Also dieses Temp. Ich, ich lege mal den Joystick weg. Ich glaube, den brauchen wir eh nicht. Ähm, auf der linken Seite Informationsanzeige. Gut, dann machen wir Pause mal aus. Äh, Achso, das ist der Joystick zu einem Hinweis. Okay, das ist... Hm, das ist jetzt nicht so intuitiv. Kann ich jetzt. Ich bewege den mal so, genau. Kann ich den jetzt anhalten damit? Ah, okay, damit kann man einfach nur die, die Bewegung dann steuern. Ja. Was interessanter gewesen wäre, wäre halt ein Zurücksetzen, ne? Ja, hm. Okay, gut. Wie auch immer. Können wir uns jetzt nicht auch nicht ändern? Die Steuerung war damals schon ein bisschen frickelig und ich glaube, das ist auch absichtlich, sonst wäre es wahrscheinlich auch zu einfach. Dann haben wir hier rechts die Flares, die wir abschießen können. Wir haben 0 äh, aktiv und könnten 1 abschießen. Das ist dann, wenn Raketen kommen, die hängen dann. Bei mir hängen die immer an einem Fallschirm, den sieht man jetzt zwar nicht, aber da müsste so ein bisschen Fantasie für haben. Da kann man die halt abschießen, das ist wie man das aus den Flugsimulationen kennt. Dann gibt es hier noch. Die die äh, drohnen ähm, die können wir aber glaube ich erst aktivieren. Viewing Drones in Store 4, Missiles in Storage 4, genau, Viewing Drone Ready for Launch, Missile Ready for Draw. Genau, das ist so eine richtige Drohne, die man rausschießen kann, die, machen wir jetzt auch einfach mal, die hat so eine Übersicht gewährt, was um einen drum rum ist, die kann man glaube ich, jetzt habe ich jetzt mal was. Ah, okay, genau. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, die konnte ich hochschießen und von der aus kann ich dann Raketen abfeuern. Genau. Ähm, was ein bisschen unpraktisch ist, weil ihr habt das gesehen, die fliegt nach hinten raus. Das heißt, ich muss rückwärts zu der Insel hin. Oder aber das ist in dem Fall, in dem ich von einem feindlichen Träger verfolgt werde. Vielleicht hat das auch da mit was zu tun, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Dann gibt es hier noch diese, das machen wir jetzt nicht während der Sicht, äh, während wir fahren, weil die bleiben, glaub, ich glaube, die bleiben stehen, die muss man immer mitnehmen. Da kann man hier nochmal so ähm, ja, Decoys. Ähm, so Köder. Köder setzen. Hier ist die Formation und dann kann man die raus und wieder reinholen. Und in die Köder fahren dann die äh, feindlichen Raketen, beziehungsweise Torpedos rein. Glaube ich, gibt es Torpedos? Ich glaube, ich dachte immer, die wären für Torpedos oder sowas bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr sicher ähm, dann gibt es hier noch die, die Übersicht über die ganzen stationen aber das ist halt nur ja die normale Übersicht wie wir sie kennen so bevor wir jetzt äh so das ist gar nicht so einfach und hier klicke ich dann hier und dann sehen wir ah okay wir sind hier schon ein stückchen weiter können wir hier den Träger mal zentrieren Dann kann ich euch das hier noch erklären. Das ähm, ist hier gleich. Die, die beiden sind im Prinzip gleich, nur jeweils für das Walross oder für den Manta. Ähm, hier habe ich vier Stück. Und hier sind dann die jeweiligen äh, Waffensysteme, ähm, die Beladungen, die ich habe. Der Autopilot natürlich. Was das gerade ist, weiß ich gerade nicht. Und das ist auch wieder zentrieren. Ähm, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Hier kann ich die Wegpunkte setzen. Hier kann ich ihn beladen. Ähm, genau, es, es gibt den, den Laser, die Surface-to-Surface-Missile. Dann diese Command Center Virus-Bomb. Dann das Command Center, was ich bauen kann. Extra Fuel. Und äh, die Jäger haben, glaube ich, noch eine Luft-Luftwaffe. Also erkläre ich kurz, das ist halt normaler Laser, davon habe ich vier Stück, die kostet 1,5 Tonnen. Dann kann ich hier noch mehrere Payloads an Raketen mitnehmen. Äh, das sind Surface-to-Surface-Missiles, die fliegen einfach geradeaus, wenn ich mich recht erinnere. Das ist hier das Command Center Virus Bomb, damit kann man halt Carrier has reached destination, sehr gut, kann man halt hinfahren in die Mitte oder relativ nah an das feindliche Gebäude ranfahren und dann kann ich durch die dort deployen. Ist auch irgendwie ein Fehler. Hm, mal gucken, vielleicht brauche ich eine andere Version. Ähm, und dann wird nachher Zeit die Insel übernommen. Ja, und das hier ist ein Automatik Command Center Bilder. Äh, da gibt es noch den da, da kann ich dann halt noch aussuchen, welchen sozusagen. Dann extra Sprit und ich glaube, das war's. Hier, Wie viel kann ich hier maximal mitnehmen? Neun. Man muss halt auch gucken, maximal zur Rate sind zwei Tonnen. Dass ich das nicht überschreite. Und hier kann ich die dann starten und landen. Und hier gibt es dann nochmal eine Übersicht. Das Gleiche habe ich bei den Jägern auch. Ähm, das ist alles gleich. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da bin ich mir nicht sicher, was das ist. Ähm, hier kann ich die Waypoints für den Autopiloten programmieren. Ähm, hier kann ich natürlich dann auf den Dingens noch zent zentrieren, auf den. Auf den Manter, das weiß ich auch nicht. Da gucken wir dann auch nochmal. Hier seht ihr jetzt r to r missile ähm, Die gibt es dann nicht, dass man einfach die Anzahl erhöhen kann, sondern die gibt es, glaube ich, in drei Ausführungen. Genau. 1, 2, 3. Die Aufhängung. Hier gibt es dann eine Fragmentation Bomb. Die haben wir nie benutzt, keine Ahnung. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Dann gibt es halt hier auch einen ja, nicht ganz so heftigen Laser wie bei den Walrus. Valrus. Walros, ähm, den Long Range Communication Pod, den brauche ich halt, damit ich die Reichweite von denen erhöhen kann. Und das war's schon. Ich dachte, es gibt noch. Ah, ne, gab's nicht. Man musste immer mit dem Laser dann angreifen. Ja, ausgerüstet wird das Ganze einfach so. Ah, kann ich äh, da gibt es dann auch noch scheinbar Unterschiede. Äh, ja, wir probieren da gleich einfach mal aus und starten mal ein Und im Prinzip ist das hier mit dem Starten und Landen genauso, nur dass ich hier vorher den in den Lift packen muss und der ist dann an Deck. Was ich auch noch machen muss, ist natürlich Refuel, ähm, wenn der dann wieder zurückkommt. So. Und das Ganze hier kann ich aufgeben, speichern und was das ist, weiß ich gar nicht. Ah game options C-Dots, yes message ping yes background noise yes sound effect okay und hier kann ich das dann speichern das wäre aufgeben aber das wollen wir noch nicht wir wollen jetzt erst noch mal raus aber bevor wir das machen ähm, gucken wir vielleicht noch mal hier in dieser ansicht moment erst hat man in dieser ansicht was ist ah das ist minimap an und aus okay und das ist vorne und hinten Okay, damit alles klar. Minimap ist ja schon mal wichtig, die lassen wir dann schon mal an. Gut, das hätten wir geklärt. Was wollten wir noch gucken? Wir wollten hier das Ko Ah, das sind die Koordinaten. Ah, klärt sich alles von alleine. Das sind die Koordinaten, die Höhe und die Geschwindigkeit. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal einen einfachen Test. So, wir nehmen jetzt den Walross weil wir die Insel ja haben wollen. Warum das hier hinten immer so hin und her schwenkt, ich glaube, das hat uns damals schon immer irritiert. Das sieht so ein bisschen aus, als würde der Carrier wackeln, aber das ist einfach nur, glaube ich, so die Rückansicht, aus der dann der Dingens rausfährt. So. Ähm, nee, wir nehmen äh, das. Was brauchen wir hier? Hm, Defense brauchen wir nicht. Resource Factory. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein Resource Dingsy. So, und damit es nicht ganz so langweilig ist, wenn wir rumfahren. Nehmen wir nochmal einen Laser mit. So. Passt. Eins habe ich, stimmt. Hier kann man noch reparieren. Aber der ist voll functional. Und dann kann ich eins hier rausfahren. Zack. So. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich, war raus eins. Kann mit der rechten Maustaste übernehmen und fertig. Der dreht sich jetzt. Und dafür ist dann halt, Moment, jetzt warten wir kurz sich umgedreht hat, dann kann ich den zentrieren, wenn die Insel gleich wieder kommt. Da Was das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Da müssten wir dann noch mal gucken, ne? Minimap an, wir sehen hier vorne schon die Insel, dann so auf den Walros zentrieren, das ist auch ganz gut schon mal. Können wir hier ein bisschen raus, dann setzen wir hier einen Wegpunkt, sagen Proc. Jetzt gehen wir hier drauf und engagieren den Autopilot. So. Der ist jetzt unterwegs. Während der fliegt, machen wir jetzt mit dem Manta die Überwachung. Lassen den starten. Wir haben oft Mantas zersägt. Und man sieht jetzt hier den Manta, wie er da per Autopilot hin und her fliegt. Ich dachte, man könnte mit rechter Maus das den Autopilot einfach abbrechen. Geht scheinbar nicht. Ich frage mich jetzt, ob das per Joystick besser ist. Ja, doch. Ich muss natürlich auch, wenn ich den Joystick habe, hier immer raus. Äh, ach, die Geschwindigkeit. Doch, die Geschwindigkeit kann ich einfach erhöhen, indem ich da draufklicke. Dann können wir hier an unserem. Und das war damals so cool. Dass man halt die Fahrzeuge alle noch sehen konnte, denen man Befehle gegeben hatte und so weiter. Das war richtig klasse. Da brauchen wir mal nicht zu tief. Gucken wir uns mal die Insel in Ruhe an. Wir könnten jetzt natürlich auch nach hinten gucken. Da sehen wir den Walross dann auch. Sonst nach das nach hinten gucken, glaube ich. Ups. Weniger sind. Das ist die maximale Flughöhe erreicht. Also dann ja, der Ceiling. Dann levelt der sich aus. Und hier würden einem normalerweise schon feindliche Flieger entgegenkommen und so weiter. Aber wir sind ja erstmal am Anfang. Das heißt, wir suchen uns erstmal die Insel aus. Hier ist noch nichts. Ein paar Bäume. Muss immer schon so ein bisschen. Man kann Bäume kaputt machen. Schon ein gutes Spiel. <laughs> Automatisch ein gutes Spiel. Wir werde jetzt noch eine Bombe mitnehmen können und das mal ausprobieren können, aber ja, gut. Und wenn man halt so fliegt, so fliegt man dann auch in dem Kampf. Aber man hat die ganze Zeit Raketen hinter einem und so. Und gegen die kann man auch nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob man den davon fliegen kann. Ich glaube ja. Das war aber schon mal nicht so einfach. Also man musste dann auch früh genug reagieren. Weil Chefs und Flares hat man halt nicht. Können wir jetzt hier nochmal den Autopilot anmachen. Er hat jetzt keinen Kurs und fängt halt an wenn wir das jetzt hätten. Ich äh, Moment, machen wir das nochmal aus. Will ich, das noch, ich will das nochmal ausprobieren. Genau. Wir haben keine Raketen. So. Das ist irgendwie ein bisschen intuitiver hier mit dem, finde ich. Mit dem Kasten da drin. Das, das, da kann man brauchen oh, wir, glaube ich, keinen kein Joystick. Das geht auch so ganz gut. Ja, das geht so mit Maus sogar besser. Das geht mit Maus viel besser. Da kann man gut reagieren. Das war schon mal gut. So, der hat seine Destination erreicht. Dann gehen wir jetzt hier raus, glaube ich. Konnte ich den dann so zurückholen? Out of range. Okay, dann hierhin. Proc. Autopilot ist an. Ist nicht an. Dann fliegt er wieder zurück. Fuel haben wir noch genug. So, dann zum Manta. Da gehen wir auf das Payload. Klicken hier rein und drücken den Knopf. Dropped successful. Okay. Ah, mit Pfeiltasten. Okay, genau. Mit Pfeiltasten kann man den Speed angeben. Dann muss man das hinterher nicht so machen. Alles klar. So. Die Insel baut sich jetzt auf. Das heißt, wir können den Return to Base. Ähm, so. Da sind wir hin. Dann lassen wir den mal dahin. Proc. Autopilot. Ah, der macht automatisch Volldarm. Ja, das ist doch gut. Und man sieht hier jetzt links schon. Müsst ihr jetzt hier irgendwie gleich reinkommen. Da, wie die Insel aufgebaut wird. <laughs> Hat den Strand erreicht. flup, Fällt ein bisschen ins Wasser. Tolles Spiel. <laughs> so, was, wir, was ich jetzt mit euch mal ausprobieren wollte, ist äh, diesen Punkt. zwar diesen. Ähm, wo ist die Insel? Moment, jetzt höre ich schon den. Höre ich hier von links schon den. Serbos ist ein Friendly Island, okay. Kann ich hier jetzt. Ah, hier kann ich leider. Kann ich dann nochmal mit den Tasten nachsteuern, aber nicht zoomen so. Ja, aber das ist außerhalb der, der Sichtweite. Okay, dann ist der Manta jetzt wieder da, der ist in Landestellung, da sieht man den Träger und dann kann ich ihn jetzt, glaube ich, so wieder zurückrufen. Ist das hier? Nee, launch. Ja, landing on automatic. Und dann kommt er zurück und landet hier. Sieht man hier auch. Und dann richtig im hektischen, hektischen Betrieb hat man dann natürlich mehrere. Dann holen wir den jetzt wieder runter. Dann können wir hier reingehen, können sagen Refuel. Ah, schade, das macht er dann nicht automatisch. Okay, Tanks er voll. Und dann kann ich den äh, neu bewaffnen und theoretisch wieder raus. Der ist ja nicht kaputt gegangen. Gucken wir kurz hier. Auf die Karte, wo der ist. Der kommt jetzt auch. Der ist ja ein bisschen langsamer. Ja, und so ist dann das ganze Spiel. So, wir wollten noch bei dem. Ich wollte noch bei dem Walross einmal gucken, was diese... Das hier Walross, ja. Was dieses Drehen bedeutet. Oder vielleicht ist das Return to Base. Das wird im Handbuch nicht erklärt. Fliegen des Mantas, Manta, Manta-Radar, Manta-Steuerung. Nee, das ist alles der Manta. locken Informationen. Reparatur ersetzen. Beim Einsatz zerstört, sollten Sie es durch ein neues ersetzen. Achso, dafür ist dieses. Äh, wo war das denn? Hier? Ne, das ist. Ich glaube, hier taucht dann ein Symbol auf, mit dem wir den dann ersetzen können aus dem aus dem Vorrat. Okay. Mhm, mhm. Zentrieren zur Steuerung von dem. Automatische Maumaschine. Da, ach ja, genau. Äh, klicken Sie auf das Symbol frei rotieren, wenn das Oberteil separat drehbar sein soll. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das AAV vorwärts bewegen und angegriffen wird. Sie können den Turm drehen, um den Feind anzuvisieren und zu attackieren, ohne dass der Kurs geändert werden muss. Interessant, das ist eine Funktion, die mir neu ist. Weil ich kann mich daran erinnern, dass das früher ziemlich schwierig war. Ich kann, haben wir das früher auch schon gemacht? Muss ich meinen Freund fragen. Da, da muss ich mal nachfragen, ich kann mich da nicht dran erinnern. Und jetzt können wir sehen, schwupp, fährt er rein und dann ist er hier gleich, gleich drin. Hindok. Und im Prinzip war es das. Das sind alle Spielelemente, auf die der Spieler wirklich einen Einfluss hat. Das war alles. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist aber doch eine ganze Menge, finde ich. Also für so ein altes Spiel, was da echt drin steckt. Okay, ähm, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch. <laughs> Vielleicht. Ähm, jetzt sind wir hier halt ein Stück weiter, was ja schon mal ganz nett ist. Wir haben hier nämlich jetzt eine Factory Island. Äh, eine. Re Ach, habe ich doch eine Factory gebaut? Ich dachte, ich wollte ein Resource Island bauen. Ist, spielt doch keine Rolle. Wir fangen beim nächsten Mal eh nochmal neu an. Äh, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist nämlich Carrier Map. Ich wollte jetzt noch einmal rauszoomen. Wie schnell doch die die CPU ist. Äh, mit 8 hat er angefangen. Jetzt hat er 9, 10, 11. Ähm. Oder? 3, 3, 3. Nein. Drei, das sind zwölf. 13 hat er. Dreizehn hat er. Pff, so schnell sind wir nicht. Und man sieht ja auch, wo er ist. Also wo die Inseln dann halt dazukommen. Das kann man dann immer nutzen oder man lässt es. Also, ja. Hm. Ich bin begeistert. Weiß nicht, ob ich das, das so rübergebracht habe, aber mir gefällt es schon sehr gut. Ich könnte jetzt ähm, in, de, in der Supply Priority, könnte ich jetzt natürlich hier was auf High stellen, was natürlich absolut Sinn macht. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Die Symbole sehen ein bisschen anders aus, ne? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, das sind die unterschiedlichen. Ja, finden wir schon raus, was das ist. Nicht so wichtig. Ähm, ja, Maximum 12. Äh, so. Dann ist das hier drin. Kann ich hier auf High bauen und ich glaube, dann würden die jetzt in der Factory produziert werden. Hätte die die Ressourcen. Stockpile Island out of range. Ja. Gut. Ich würde sagen 35 Minuten erste Folge. Ich glaube, hätte schlimmer sein. Hätte schlimmer sein können. Ähm, ich, ich denke, wir müssen da echt noch mal reinkommen. Ich äh, vermute auch, dass es jetzt echt noch schon, schon schwer wird. Aber so ein Spiel ist natürlich auch nicht, nicht kurz. Also das darf man dann natürlich auch nicht unterschätzen. Wobei man es, glaube ich, auch provozieren könnte. Ich denke, wenn man relativ zeitig auf den feindlichen Träger einfach losfährt, einfach hier hinfährt. Und zwischendrin immer ähm, Inseln einnimmt, hier der Reihe nach, die Sprit produzieren und Waffen produzieren. Dass man hier genug Sprit und Waffen hat. Oder hier irgendwie, wenn der Träger hier ist, dann ist man selbst vielleicht auch hier. Dass man den Träger selber relativ gut zerstören kann. Naja, wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. Wie dem auch sei, ich hoffe es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.